Sven Zimmermann, 25 Jahre Kraftsportler. Der studierte Fitnessökonom hat sich ganz dem Kraftsport verschrieben. Täglich setzt er sich mit den Themen Fitness und Ernährung auseinander. Er hat buchstäblich sein Hobby zum Beruf gemacht. Neben seinem Job als Personal Trainer in einem Fitnessstudio geht er auch privat noch 5-mal die Woche trainieren. Darin investiert er seine gesamte Leidenschaft und Energie. Das macht ihn zufrieden. Oder, wenn man so will, glücklich. Ich liebe am Kraftsport einfach, dass ich wirklich täglich an meine Grenzen gehen kann. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und das ist auch ganz wichtig einfach, damit man auch mal im Alltag wirklich den Kopf ausschalten kann, frei werden kann, man hat seinen Spaß, man geht wirklich immer an seine Grenzen und genau deswegen kann ich mir einfach ein Leben ohne das Fitnesstraining einfach nicht mehr vorstellen. Sven ist in den sozialen Medien sehr aktiv und lässt andere an seinem Leben teilhaben. Auf Seiten wie Facebook und Instagram präsentiert er sich stolz und lädt täglich Bilder und Videos zu Themen wie Fitness, Workout und gesunde Ernährung hoch. Doch so selbstbewusst war er nicht immer. Bei mir hat alles nach dem Abitur angefangen und zwar hatte ich Untergewicht. Ich wog lediglich 47 Kilo und an dem Punkt von meinem Leben dachte ich, jetzt muss ich was ändern und habe einfach angefangen, täglich trainieren zu gehen. Und ich habe auch in meinem Leben jetzt ein besseres Auftreten. Ich war früher immer etwas zurückhaltend, schüchtern und mein Selbstbewusstsein hat sich auch dadurch deutlich gestärkt und gekräftigt. Und das merken auch meine Freunde. Was möchtest du denn mit dem Fitnesstraining erreichen? Ich möchte insgesamt körperlich fitter werden. Dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein hilft ihm bei seiner Arbeit. Er kann unbefangen auf seine Kunden zugehen und sich mit jedem individuell auseinandersetzen. Und wie lange dafür? Ungefähr eine Stunde. Okay. Gemeinsam wird ein Trainingsplan erstellt. Und dabei geht Sven auf die speziellen Bedürfnisse der Kunden ein. Er begleitet sie vom ersten Gespräch bis zur letzten Übung. Sven unterstützt die Kunden, ihre gesetzten Ziele zu verwirklichen. Er gibt ihnen Anleitungen, Tipps und Ratschläge. Er treibt sie an und motiviert sie. Vor allem jedoch ist ihm der Spaß beim Training wichtig. Schön hoch, langsam wieder ab, genauso. Ich finde es gut, wenn man jemanden hat, der einem die Übungen zeigt und dabei auch motiviert, sodass man halt nichts falsch macht. Und natürlich macht es einem auch viel mehr Spaß, zu zweit zu trainieren. Es ist einfach ein Teil von meinem Leben, deswegen mache ich auch das beruflich. Und genau deswegen will ich auch anderen Leuten einfach dabei helfen, auch ihre Ziele zu erreichen, wirklich alles zu geben und glücklich zu werden, ja.